Muss ja die neue Aufnahme starten. Ja, jetzt ist an, ist an! Du musst an. Du musst Anmoderation machen. Okay. Hey, was geht? Ich bin Cody und wir sind wieder bei Dummerkamp mit dem Taros. Heute, Hallo. Jetzt wird es vielleicht, wer weiß es, die entscheidende Runde. Beim letzten Mal habe ich gewonnen. Wenn er jetzt gewinnt, dann müssen wir noch was machen. Aber wenn ich jetzt nochmal gewinnen sollte, dann habe ich das endgültig für mich entschieden. Das ist Super Jump. Und die ganzen Coins da hatten wir ja, ne, schon verraten. Dann ist er der Master auf Super Jump. About 50,000. Das wird hoffentlich passieren. Okay, dann fordere mich mal heraus. Fängst an. Okay, ich fange heute an. Und du darfst deine erste Karte nehmen. Leider dürfen wir die Maps wie Halloween und so nicht spielen, weil wir beide die gekauft haben müssen oder sonst was. Ah, Ender, okay. Den magst du, ne? Ja. Oh, schöne Zahl hast du. Ich habe relativ häufig gewonnen. Oh nein. Was? Die Zahl 1222 als Score. Echt? Ja. Sieht schön aus. Danke. Höre ich sehr selten das Kompliment, dass mein Score gut aussieht. Oh, ja, die Karte hier ist halt mit extrem weiten Sprüngen hier verbunden. Ja, auch. Das kann schon mal. Boah, aber auf der Seite hier habe ich echt noch nie gespielt. Immer auf der anderen Seite gestartet. Ich bin gerade echt aufgeregt. Weil es ja jetzt echt. Okay. Um den Senf geht. Den scharfen Senf oder um den mittelscharfen? Oder um den mittelhalbscharfen? Nein! Yes. Um den. Und das wird jetzt gewesen sein, Sascha. Bitte nicht. Bitte. Nein! Okay. Gut. Er geht mit 1-0 in Führung. Natürlich. Wir spielen da. Der Dextrocrafter. Hallo, Dextrocrafter. Hi, ich YouTuber. Bitte, YouTuber. Ich frage mal. Are you? YouTubers? YouTuber? Ich schüttle so lange mal meine Hände. Bitte. Nope. Bitte. Oh, okay. Okay, warte, ich freue dich raus. Ja. Ich warte schon. Wir nehmen kein Wonderland, das hatten wir eben nochmal als Test gehabt. Mhm. Nehmen wir nicht. Was ist denn Icy Peaks? Das ist die, wie ich meinte, die wir leider nicht spielen können. Pro. Ach, oh, okay. Lift of Snow. Obwohl ich die so gerne mal spielen würde. Naja, was werden wir machen? Nein, boah. Aber vielleicht, wenn du den YouTuber-Rang hast, vielleicht können wir die dann mal spielen. Ah, ja, genau, gute Idee. Die dauert nämlich auch länger und da können wir mal so ein Special-Part daraus machen. Wäre mal ganz gut. Arena. Also ich möchte die auf jeden Fall mal spielen. Wenn du die Möglichkeit hast, lad mich ein. Ja. Ja, ich frag's halt einfach mal an. Vielleicht ist der was zu machen. Oh. Die Map hier ist sehr, sehr identisch zu der Ocean Map. Mhm. Vor allem der Anfang. Aber ich glaube, die entscheidest du für dich, weil ich hab schon verkackt. Wenn man einmal vorne ist, ist es eigentlich relativ einfach. Mhm. Wenn man nicht so dumm ist wie ich. Oh Gott, er ist runtergefallen. Nein, ich bin auch runtergefallen. Oh, das ist richtig doof. Bitte. Ich hab den Sprung runter zu kurz gemacht gehabt. Nein. Und komm, ja. 1-1. Ja, ja. Fail. Fail. Ja, passiert. Ist nicht schlimm. Noch ist alles drin in der Boot. Ist nicht schlimm, ist auch da. Okay. Komm, dann bauen wir eine mal ein, die ein bisschen länger dauern könnte. Wir wollen ja auch schließlich nicht. Oh nein! So oft wiederholen hier. Echt? Die Hass-Map. Was genau stört dich an dieser Map? Ist es die Wolle? Stört mich. Oh, okay. Ich dachte, du hast was gegen Wolle. Nö, nee, Wolle ist cool. Oh, ich falle aber immer runter. Wenn man hier guckt, kann man auch die Map Ocean sehen. Ich zeig's gerade bei mir. Da kann man endlich die Map Ocean, wo wir vorher gespielt haben. Bei mir auch, links. In der ersten Folge. Ja, seht ihr die? Wundercool. Die Map dauert hier aber echt lange. Aber hier gibt's keine Checkpoints, ne? Nee, hier nicht. Aber irgendwann fällst du auch nicht mehr bis ganz nach unten. Richtig, sobald man einmal da oben ist. Bis bei den kritischen Stellen. Oh, oh. Ja, bei den letzten Sprüngen zum Beispiel, die da in der Luft sind. Das ist dann. Ich verstehe auch nicht, in den ganzen Maps darfst du das Wasser nicht berühren. Ja. Aber in dieser hier darfst du es. Ja, ne, da kannst du noch schwimmen unten. Ja, und du darfst auch im Mund oder im Magen oder was auch immer das sein sollte, der Schlange. Ach ja, genau, stimmt. Ah, ich bin auch da gefallen. Oh mein Gott! Okay.
Leute, Leute. Oh nein. Das ist ein Match des Jahrhunderts. Oder sowas. Puh. Ja, die ist wirklich hart. Boah, ich weiß auch ehrlich nicht, warum ich immer so angespannt bin. Es gibt mir echt immer so voll den Kick hier. Ist doch gar nicht alles okay. Wir kennen uns doch schon ewig. Ja, Ewigkeit. Oh nein. Wenn man auf Schnee landet, stirbt man. Schon im Kindergarten haben wir zusammen die Schlangen erklimmt. Ja, sowieso. Haben die immer geklaut und in Zeiten. Sandkasten verbuddelt. Und dann, wenn die Erzieherin kam, haben wir unsere Schlangen, unsere Schlangen im Sandkasten losgelassen. Natürlich. Bitte ein Chef, nicht. Wer Böses denkt. Echt, ey. Einschließlich mich. Aber man sieht wieder, ich habe mehr Punkte als du. Hier rechts in der Anzeige sieht man es immer. Mhm. Ich habe schon 5 Punkte, Cody hat nur 1 Punkt, also ich bin ihm wieder klar überlegen. Finde ich nicht gut. Och, es geht. Ich finde es super. Ich bin super. Oh nein, ist das dein Ernst? Puh. Ich habe nicht mal hier die Hälfte der Karte geschafft. Puh. Oh Gott, okay. 2-1, ne? Wer steht denn jetzt hier? Der Minecraft-Mann! Guten Tag. Was nehmen wir denn jetzt? Giant ist es eine große Map, also vom Namen her schon, aber... Giant ist die, die wir im letzten Part gespielt haben, mit der Kuh. So. Ah, okay. Okay. Was nehmen wir denn? Machen wir die hier. Ich wusste es. Ich wollte eigentlich sagen, nimm bitte nicht Pixel. Ja, das ist auch so eine kleine Hass-Map, das stimmt schon, aber... Ja. Naja, gut. Ich versuche mein Glück. Okay. Du natürlich auch. Okay. Konzentration. Wie beginnt das? Geht direkt in Abflug. Mhm, ich auch. Ja, die eine Kackstelle, da muss man einfach... Ich immer wieder nur sagen. Ach. Wenn man die geschafft hat, dann ist es gemacht. Ist es machbar, ja, das stimmt. So. Habe ich dich eigentlich schon mal gefragt, warum du die 4 in deinem Namen stehen hast? Ich glaube nicht, aber das liegt einfach daran, weil das A schon weg war. Ah. Also den Namen Taros gab's schon. Ach so. Doof. Okay. Ich dachte, das hätte vielleicht irgendwie einen spirituellen, künstlerischen Hintergrund. Zahlen im Namen finde ich mal ein bisschen doof. Ich finde auch bei meinem YouTube-Link, wenn man auf youtube.com/taros geht, findet man nichts. Ich musste extra da irgendwie Taros LP mit einer 4 schreiben. Das ist ein total dummer YouTube-Name am Ende. Geht halt nicht anders, hat alles besetzt. Ja, schade, ne? Ja, ich habe auch geguckt, der Name Taros ist halt irgendwie im Asiatischen oder Chinesischen ein Begriff für irgendeine Speise. Ah, okay. Also wenn du nach Taros suchst, dann findest du so eine Frucht und so ganz viele Fotos auf Instagram, wo die halt so ihr Essen posten. Okay. Ich nehme so japanisches Essen. Fand ich auch sehr interessant. Ja. Lecker Essen. Gott, mir ist gerade das Herz in die Hose gerutscht, ey. Oh. So, diesen Kacksprung, ey. Ich hab diesen einen Sprung nicht, ne? Blöd. Oh nein. Was ist denn los mit mir? Es tut mir sorry. 3-1 oder 4-1? Ich glaub 3-1, ne? 3, glaube ich, ja. Ja, ja. Also so weit waren wir noch nicht. Ach ja, ich bin. Okay, hau raus. So, ich bin bereit. Lift-off tue ich dir jetzt mal nicht an. Nee, bitte nicht. Doch, bitte nicht da. Ja, das ist ja Lift-off, stimmt. Obwohl ich da, als ich mit dem Tobi gespielt habe, hatte ich auch in die Rakete reingeschafft, also da, wo man hingeht. Okay. Aber hast du denn bis ganz oben? Nee, weil Tobi hat es nicht geschafft und wir haben dann halt so lange gemacht, bis Tobi keinen Bock mehr hatte. Also überhaupt nicht hochkam. Ah, okay. Weil ich ja vollkommen nachvollziehen kann, ich habe früher auch nicht geschafft. Ja, klar. Aber in der Rakete ist es eigentlich relativ einfach. Also ich habe es zwar nicht geschafft, aber es ist trotzdem viel einfacher als den Weg hoch. Laufen. Okay. Ja, sobald man da oben drin ist, ist es eigentlich... Ja. Erstmal eine Chill-Phase angesagt. Ja, man kann halt nicht mehr runterfallen, ne? Ja, genau deswegen. Ich habe schon wieder mehr Punkte als du. Wie mache ich das denn? Weiß nicht. Du hast bestimmt so ein Hack an oder sowas. Ja, sowieso. Stimmt das? Erinnert mich an die Folge von... Oh nein. Also da gewinnt er einfach mal eine Runde Survival Games und wird als Hacker bezeichnet. Ja, witzig. Zu Recht, ne? Weil goldene Äpfel kennt man ja nicht. Ja, so, ja. Jetzt machen wir den zum Abschluss hier.
Ne, komm, machen wir mal Saturnringe. Die Saturnringe, bitte. Bitte. Guten Tag. Ah, auf der. Hi. Hallo. Okay, vielleicht hätte ich dich jetzt nicht anschnurren sollen. Das kam vielleicht ein bisschen. Ja, das machst du bitte nur bei deiner Katze. Ah, ja. Wir haben sogar zwei. Seit kurzem. Zwei kleine Katzen. Wie heißen die? Die eine heißt Miu. Und die andere. Mewtwo. Achso. Genau. Nein, natürlich nicht. Die andere heißt Nala. Wow. Dein Ernst. Dein Ernst. Nein! Lieber Saturnring kann immer am Start so viel Stoff geben, richtig auf Sprint gehen. Mhm. Aber. Alter. Das kann man tatsächlich. Nein. Dann sieht das alles immer so professionell aus, wenn man hier so mit Speed rüberspringt. Aber in Wahrheit ist es eigentlich nur so eine Route, die man auswendig kennt. Ja. Gar nicht so spektakulär und ich krieg den Sprung nicht hin. Gut, verdorm mir. Und? Ist es entschieden? Es ist entschieden. Okay. Das war das 5, oder? Ja, das war schon. Das war schon wieder. Das tut mir leid. Eine relativ kurze Folge, gar kein Problem. Aber gut, ja, wir müssen es ja irgendwie entscheiden. Cody ist der Sieger, Super Jump ist, aber dafür bin ich Sieger der Herzen. Richtig. Nein, also er hat verdient gewonnen, muss man sagen. Er hat auch, glaube ich, ein bisschen mehr Übung. Ja, aber vielleicht fordere ich dich ja nochmal zu einer Revanche auf. Ja, zum Beispiel in Icy Peaks vielleicht. Vielleicht. Also Leute, bleibt auf jeden Fall gespannt. Ich fand, es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht und auf jeden Fall auch ein Herzrasen beschert. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, schaut bei ihm vorbei, Link in der Videobeschreibung kennt ihr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Adieu. Bye bye, tschüss.